Thomas Oswald, ich komme aus Hamburg und ich bin Kameramann und Filmemacher und bin spezialisiert auf 3D-Filme, vornehmlich Dokumentationen und Reisedokumentationen. Erzähl mal, wie ist denn das? Wie bereitet man sich denn vor auf so einen verrückten Dreh im Dschungel und unter Wasser? In dem Fall war es so, dass es anderthalb Jahre vorher losging. Da haben wir bei einem Dreh auf den Azoren Robert Lehmann kennengelernt und der hat uns erzählt von den Zenoten in Mexiko, dass er mit seinen Kollegen jedes Jahr dahin fährt und diese Höhlen erforscht. Und da dachten sich der Regisseur und der Produzent, Mensch, das ist ein klasse Thema für 3D, das müssen wir unbedingt machen. Und dann gab es natürlich ganz viele Fragen, wie kann man in 3D in diese Höhlen rein, wo es ganz eng ist, das soll fürs Kino sein, das heißt, man braucht einen Rig, man muss alle Parameter einstellen können, es darf aber auch nicht zu groß werden. Haben wir lange überlegt, können wir auf Reds drehen, haben dann gemerkt, so, oh, das Unterwassergehäuse, das wird dann viel zu groß, das passt gar nicht durch die engen Spalten durch. Haben ganz, ganz viel getestet, ganz viele Kamerasysteme und sind dann irgendwann zu so kleinen Einschubkameras gekommen, Sinacam heißen die, und haben dafür dann ein Unterwassergehäuse entwickelt und entsprechend dazu dann auch die Landunit zusammengebaut mit den gleichen Kameras, da dann allerdings andere Objektive drauf. Und gleichzeitig haben natürlich Regisseur und Produzent sich schlau gemacht, so was kann man da drehen überhaupt, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, wie heiß ist es, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wird es regnen. Okay, also habt ihr auch kein Problem gehabt, die Technik irgendwie durch den Dschungel zu bringen? So? Nee, das ging, also es sieht hoffentlich im Film sehr nach Abenteuer aus, aber die Zenoten sind relativ gut erschlossen. Es gibt ganz viele, da führen Straßen hin, es gibt auch Möglichkeiten, da gut ins Wasser reinzukommen, was auch für uns wichtig war, weil das Unterwassergehäuse, das hat 80 Kilo gewogen. So, man hätte das nicht einen Kilometer durch den Dschungel tragen können. So 100 Meter sind wir dann schon meistens rangekommen, okay. Wenn nicht sogar noch näher. Okay. Gab's denn eine verrückte Situation, eine ausgefallene Situation, an die du dich erinnern kannst beim Dreh? Also am eindrucksvollsten für mich waren die Tage der Maya-Schausteller, die unglaublich irre Kostüme hatten. Die waren ganz toll geschminkt, es gab einen Leoparden, es gab einen Vogelmenschen mit einem Vogelkostüm und einen blauen Menschen und man hat sich so ein bisschen wie bei Avatar gefühlt plötzlich. Okay, aber das waren Schausteller, es waren keine richtigen Einheimischen. Naja, es sind Nachfahren der Maya, die diese Tradition aufrechterhalten und so Riten und Tänze halt oft eigentlich für Touristen vorführen und die haben dann auch für uns vor der Kamera agiert und dann so eine Opferszene nachgestellt und den Gefangenen irgendwie in die Höhle gezerrt. Okay. Und Maya-Fußball für uns gespielt, was mir mit der Hüfte spielt. Klingt völlig verrückt. Also ich bin total gespannt drauf. Was mich noch interessieren würde, brauchst du den Drill von solchen verrückten Projekten oder würdest du auch so ein Bühnenset abdrehen? Also ich von meiner Arbeit her muss ich sagen, wenn es nur darum geht, ein Theaterstück abzufilmen, da ist für mich nicht der Reiz nicht so hoch. Aber wenn man selber gestalten kann, ist es auch spannend. Gerade diese Reisesachen, das ist natürlich total toll, weil man einfach an ganz tolle Orte kommt, wo man sonst vielleicht privat nicht unbedingt hinkommt. Ja, klasse. Also ich finde es super. Ich bin gespannt. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg weiterhin und sind gespannt auf die nächsten Projekte. Danke, dass du Zeit hattest. Ja, gerne. Danke dir.